Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge hier diese Kombination aus Lander und Satellit gebaut haben, da wir in 5 Tagen ja zu Moho fliegen. Bedeutet, wir müssen heute uns die Trägerrakete ausdenken, die die Manöverkapazität hat, auch das Teil in die Nähe von unserem Träger zu bringen. Der Träger kann rein theoretisch den Rest machen, aber wir sollten halt doch schauen, dass wir wenigstens uns so hinstellen, dass vielleicht beide nur zusammenfliegen müssen. Das wäre vielleicht gar nicht doof. Daher kommt jetzt hier erstmal noch ein Dockingport, würde ich sagen. Wir machen das mit dem gegenseitigen Dockingport. Schön anklemmen. Und dann kommt eine schöne Schale außenrum. So, Protective Shield. Haben wir da nicht... Bist du das Standard? Nee, du bist auch nicht mehr schon. Es gab noch früher so ein paar Standardteile. Ja, geil. Ich muss ja sagen, ich liebe bis heute die Standardteile so noch ein bisschen, aber die Procedural-Teile sind auch nicht schlecht. Also das ist nicht gut gebaut. Umbauen. Eindeutig besser. So, dann tun wir noch die Shot anpassen. Doppelt entfalten mit einer Ausdruckfläche von 102 Seiten. Das passt mir. Kleidung einsehen. Ah, okay, Leute, da kann ich umschalten. Ihr kriegt eine goldene. Das passt schon so. So, dann kommt jetzt die wichtige Stage. Die kriegt einen schönen Treibstofftank. Ein bisschen zu groß sogar, lol. Ich dachte, das wäre die Größe. Warum meckere ich eigentlich? Ich kann doch einfach hier machen. Zack und fertig. So, dann Triebwerk dran. Ich hätte gerne ein sehr simples, aber gut funktionierendes Triebwerk. Du bist aber erste Stage. Ja, du bist zur zweite Stage. 2000, ja, das hört sich gut an. Wir gehen mal wieder auf Höhe auch zurück. Was hier auch wiederum wichtig ist, dass wir doch RCS auch verbaut haben. Medium wenigstens. Damit die Rakete gesteuert werden kann, wäre vielleicht gar nicht so doof. Kopplung und dann einen Koppler. Genau. Und dann machen wir jetzt die zweite Stage. Ich würde gerne die Originalteile finden. Wo sind denn die? Die zu der Stage gehört haben. Da sind sie. Du gehörst nicht dazu. Okay, dann bist du der Standardtank. Okay, gut zu wissen. Dann tun wir dich dreimal untereinander also. Und das schöne Triebwerk dran. Nee, oh, jedes Mal. Jedes Mal wechsle ich Triebwerk mit Treibstoff. So, das hat 0,8. Das passt aber. Oder wir machen das hier so. Ein bisschen kürzer. Haben wir 1,9. Aber, wenn wir es so betrachten. Warte mal, nee, wir machen es doch so. Weil das Teil kriegt noch Booster. Booster, 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 Booster. Dafür gehen wir jetzt hier auf Kopplung. Dann tun wir das hier so hinsetzen. Und Triebwerke. Lange, schmale Booster dran. Die sollten uns nicht nur von der Erde heben, sondern gleich in den Weltraum kicken. Einfach volle Wäsche. Mit einer Last von 1,7 sollte das gut passen. Und dann kickst du in. Und das sollte alles relativ easy dann klappen. So, dann skalieren wir dich hier runter. Strukturen. Damit das ganze Zeug hält. Sind natürlich auch wichtig. So. Und das ist jetzt die Calypso so Prena. Keine Ahnung.
einfachste ist so ein Teillieferer. Fertig, aus. Nochmal kurz die Stages checken. Zack, zack, zack. Fairing. Die inneren kleinen Booster rein, theoretisch. Speichern und ich würde sagen, wir können direkt starten. Wir haben ja die übelst starken Antennen dran. Von daher heißt es dann nur Zeitpunkt abwarten zum Starten und dann auf die schöne Leertaste drücken und dann war's. Das wird nochmal interessant. Ich schau gerade, ob ich hier irgendwelche kleinen Viecher wieder sehe, weil hier ist. Ich hatte letztens ja die Invasion von den kleinen Fliegen und ich habe irgendwie Angst, dass die wiederkommt. Wenn ja, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, damit ich die vernichte. Dann gibt es hier einen totalen Krieg gegen Minifliegen. Und wer hat denn sowas schon im eigenen Haus? Will man auch nicht. So, FMRS ist auch gestartet, aber brauchen wir nicht, weil da ist nichts recoverable. Nothing is recoverable. Oder dich machen wir zu. Wir haben 6 Tage, 2 Stunden. Wenn wir zu gucken, dann sehen wir, dass der Booster in der anderen Umlaufbahn ist. Erreich mich vor der Dunkelheit, erreich mich vor der Dunkelheit, bitte! So. Wir werden eh drunter sein, von daher starten wir jetzt im leichten Sonnenlicht. Ihr seht schon, ich habe wieder neue Grafikmods installiert. Ich habe die Grafik wieder geändert, weil macht nichts mit Bodenglitches aus. Von daher 3, 2, 1, Liftoff. Ich weiß nicht, ob man das bei den Teilen, aber man sieht es ganz leicht. Wir haben jetzt Waterfall installiert, was zu ein paar coolen noch weiteren Effekten führt. Bei den Antrieben. Man wird es gleich bei den anderen dann noch besser sehen. Ich bin gespannt. Aber beim Paar sieht man es echt genial. Und es schaut echt cool aus. Also, wenn ihr einen Grafikmod für eure Triebwerke wollt, schaut euch mal Waterfall an. Der ist sehr cool. Also, mit Kombination mit Parallax und allen den Grafikmods. Da kann man aus Kerbal Space Program heutzutage auch noch mega geil grafisches Spiel machen. Also, man sieht ja eh normal, da hast du keine Wolken. Jetzt fliegt man durch Wolken durch. Du hast dann ewig langen Rauchtrails, die gut ausschauen. Und die Oberfläche ist mega cool gemacht. Also Respekt an die Mod-Ersteller. Die haben da echt was Cooles auf die Beine gestellt. Meine Hoffnung ist ja, dass die Triebwerke oder der Festtreibstoff so lange reicht, dass wir von 8,6 auf eine positive Zahl kommen. Was aktuell ja noch nicht so ausschaut. Wir schießen zwar eh, also wir schießen echt schnell hoch, das muss man ja lassen. Oh, Zündungen eigentlich beachtet. Oh, 13. Schauen wir mal, wie gut das ist. 8,8. Ja, wir werden halt langsam. Langsam, aber sicher geht es durch die Atmosphäre durch. Wie viel Zündung hat der Antrieb? 0. Oh ja, das ist toll. Genau das, was ich brauche. Aber eigentlich sollte der ordentlich noch Schub geben. Scheiße. Na gut, das wird schon irgendwie klappen. Das muss klappen, sagen wir es mal so. Ich habe auch nicht geglaubt, dass die Festtreibstoffe mich aus der Atmosphäre katapultieren komplett. Jetzt sieht man hier, jetzt haben wir 4000 MS, bedeutet, ich kann eigentlich jederzeit dann die andere Stage stitchen, wenn ich denke, es ist der passende Zeitpunkt. Ich versuche es halt zu verwenden, so weit wie es geht. Schauen wir mal, wie weit es ist, aber ich finde das Bild schon allein wieder so geil. Obwohl, jetzt merkt man, dass das nicht Standard ist. Ich glaube, so schaut es auch nicht standardmäßig aus.
Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Triebwerke durch und ich kann mich auch nicht wirklich immer an alle erinnern, weil wie oft verwende ich denn den Antrieb? Nie gefühlt. Aber ich glaube, man merkt halt schon, dass das am Ende alles, also alles auch anders ausschaut und ich finde das Aussehen auf jeden Fall mega cool. Also auf jeden Fall Respekt an die Entwicklung. So, wie schaut's hier aus? Vom Booster sind wir bei 1,7, bedeutet wir nehmen immer mehr zu und wir kriegen immer noch höher. Wie schaut es bei dem aus? Der hat 0,39, also auch fast bei 1. Aber steigt natürlich auch noch weiter, bis wir in der bis wir im Weltraum sind. Und wir sind im Weltraum. Deswegen machen wir jetzt hier entfalten. Oh, da wäre mir Ausdruckskraft wichtig gewesen. Aber wir können nämlich jetzt dann die Solarpaneele schon mal ausfallen, damit unsere Stromversorgung auf jeden Fall nicht kaputt geht. Also das würde ich mal sagen, wäre so das Horror-Szenario, was wir haben könnten. Und das wollen wir ja nicht. Von daher viel Zeit und Geduld da reinstecken. Ah, wir sind aber auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg sind wir. Der Periapsis geht auch schön runter. Wir haben noch 1,5 in der oberen Stage, in der unteren Stage. In der Second Stage. In der Third Stage haben wir immer noch 2500 dann. Und die oberen, ja, die sind halt zum Nichtgebrauch eigentlich gedacht. Eigentlich. Who knows, wie es endet? So, ja, aber wir sind noch schön drunter. Wie schaut es mit der Flugbahn aus? Ja, er hat uns eh schon überholt. Aber wir sind nah dran und das ist wichtig. Er hat eine Geschwindigkeit von 2177. Sobald wir schneller sind wie das, ist alles super. Die Flugbahn schaut auch soweit ganz in Ordnung aus. Der Periapsis steigt schön. Bald können wir dann auch die Stage separaten. Also ein Transporter im Weltraum. Akzeptabel, würde ich sagen, für kleine Sachen. Easy. So, wir tun jetzt mal hier bremsen, weil ich würde den gerne auf einen Nullpunkt decouplen. Schauen wir mal ganz vorsichtig dem ganzen Punkt nähern. Vorsichtig. Und decouplen. Da sieht man zum Beispiel fast gar... Das schaut cool aus. Das schaut echt cool aus. Das muss man lassen. So, okay. Wir sind im Orbit. Mit unseren Sachen. War da gerade der Mann? Hi, Mann! Wuhu! Aber schaut euch das Bild an allein schon. Du hast hier so die blaue Atmosphäre, die Sonne in der Mitte und hier oben den Satelliten. Herrlich. Jetzt können wir auch nochmal die Füße testen. Nochmal ein Probecheck. Zum Glück nur eine halbe Stunde seit allem vergangen hier. So, jetzt würde ich nämlich gerne dann planen, wie wir dahin fliegen. Du bist immerhin unser Ziel. Oh, Schaden. Jetzt machen wir das noch so klein, wie es geht, wenn es irgendwie möglich ist. Die Frage ist, woran liegt das jetzt zum Beispiel? So. Nein, oh Gott. Das ist jetzt wieder genau das, was ich hasse. Jetzt hängt sich wieder auf. Okay, warte mal, wir machen mal ein Manöver hinzufügen. Nein.
umwechseln, mein Gott. Jetzt warten wir nicht auf den zweiten Punkt und geben ein bisschen mehr Schub, weil das ist ja eh fast nichts. Schauen wir uns den mal an hier. 11 Kilometer. Sieben, sechs. Wert können wir reduzieren. Das war gut. Perfekt, ausrichten. Sowas wollen wir. Sowas. Genau so. Die Frage ist, ob ich das nicht sogar mit RCS dann mache. Schubzeit 8 Sekunden, Flugpunkt in einer Minute 16. So wollen wir das. Aber Leute, bei diesem schönen Sonnenuntergang, wie man jetzt hier sieht, oh, das ist ein schönes, schaut euch dieses Bild an, eine grandiose Aufnahme. würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Wir docken an unserem Moho-Transport, an unserem Nuke-Transporter und werden dann schauen, dass wir uns auf den Weg Richtung Moho machen. Oder was, Moho? 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 War Moho? Glaub schon. Und dann bald auf einen neuen Planeten erforschen können. Mit dem Parallax-Mod. Parallax-Mod. Meine Fresse. Heute hat es mich aber geschlagelt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.